Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich liebe Möbel und vor allen Dingen Bürostühle. Denn ich verbringe zu viel Zeit auf diesem Stuhl hier und vor dem Schreibtisch. Und egal, ob ihr jetzt im Büro sitzt oder im Homeoffice sitzt, immer wieder die gleiche Frage: Wie finde ich den Stuhl, der zu mir passt, der gut aussieht und meine Wünsche erfüllt? Klar, ihr könnt in den Einzelhandel gehen, euch beraten lassen, viele Probe sitzen. Aber was wäre, wenn ihr von zu Hause aus mit eurem Smartphone, mit eurem Tablet den perfekten Stuhl finden könntet und den auch genauso konfigurieren würdet, dass er zu euren Wunschfarben, Wunschmaterialien passen würdet. Genau das zeigen wir in diesem Video auf, mit Mixed Reality, Augmented Reality, euren Stuhl finden mit dem Smartphone. Dazu begrüße ich ganz herzlich Gerhard Schröder, den Geschäftsführer der kreativen Kommunikationskonzepte. Hallo Gerhard. Hallo Ragnar, lang nicht mehr wieder so gesehen. Ja, freut mich sehr, genau. Wir sehen uns leider zu selten. Und dann sind wir schon wieder beim Thema zu viel Zeit im Homeoffice oder im Büro, aber jedenfalls nicht auf Reisen. Und bin sehr gespannt, was du uns heute mitgebracht hast, weil ich habe schon ein bisschen was verfolgt auf deinen LinkedIn-Aktivitäten und auf YouTube, dass du auch Weihnachtskarten schenkst und verteilst und verschickst, die virtuell sich entfalten. Was entfaltet sich denn hier bei dir im Bereich von Halbbürostühlen? Okay, die Aufgabenstellung ist an der Stelle folgende. Du kommst von einer Website. Aus der Website direkt in Augmented Reality sich entsprechend einen Bürostuhl konfigurieren, so wie eben zu sehen. Und von dort aus wiederum den Weg direkt zurück in einen Online-Shop. Und in der Mitte, dieses Stück in der Mitte, Augmented Reality, ist nicht basierend auf, ich muss erst eine App installieren, sondern es gibt auch applose Wege für Augmented Reality, speziell im iPhone, iOS-Universum, also auf dem iPad und iPhone. Und da haben wir in den letzten 4 Monaten auch mal ein bisschen Reverse Engineering betrieben, weil da gibt es teilweise keine ausführliche Dokumentation zu genau den spannenden Dingen. Und ja, da haben wir jetzt das erste Produkt mal letzte Woche vorgestellt. Das ist eben dieser Bürostuhl-Konfigurator. Spannend, weil das ist nämlich ein gutes Thema. Sobald man halt Apps installieren muss, dann verliert man halt auch Kunden. Wir wollen natürlich alle eine hohe Conversion Rate haben. Und dann nicht noch irgendwelche Hindernisse einbauen, auch wenn es uns halt technisch interessiert, aber eine App installieren ist auf jeden Fall erstmal eine Disruption hier. Genau, also technisch habe ich schon mal wissen was gehört. Es geht um Augmented Reality Files, technisch auch Punktuality und .osdz. Aber bevor wir jetzt so tief in die Technik eintauchen, lasst uns mal angucken, wie das genau in der Praxis bei euch aussieht. Man hat auf dem Fußboden vor sich gesehen das Menü. Ja, kann man, glaube ich, ganz gut sehen. Und dann kann man hier etwas antippen auf dem Smartphone oder Tablet und dann hier entsprechend eine Auswahl vornehmen. Ja? Und dann kann ich sagen als nächstes, okay, welche Farbe hätte ich denn hier? Oh, ich hätte doch lieber hier was Helleres. Okay, die Gestellfarbe gefällt mir besser. Ja? Also über Geschmack lässt sich jetzt sehr gerne streiten von meiner Farbkombination. Aber ich glaube, das Prinzip ist damit klar geworden. Und das Spannende ist, das Ganze ist hinterher eben nicht nur, dass ich es in Realität mir anschauen kann, hier in meinem eigenen Homeoffice, sondern ich kann von hier aus auch sagen, super, und jetzt möchte ich das Ding anschließend wieder im Online-Shop, so gesehen wiederum auch konfiguriert angezeigt bekommen. Mit den üblichen Funktionen wie Warenkorb und was dann eben so dran, hinten dran hängt. Das sind die Dinge, mit denen wir uns beschäftigt haben. Vor allen Dingen das Ganze in unter 30 Megabyte. Das ist also eine sehr kleine, kompakte Datei, die ich nicht als App herunterladen muss, sondern direkt vom Smartphone, vom Tablet aus, so gesehen aus dem Browser heraus, von einer Webseite, klicke ich nur noch auf ein spezielles Icon, tippe drauf und lande, so gesehen hier in der Ansicht, meine Mobilfunkkamera startet und dann kann ich das Ganze direkt bei mir im Homeoffice oder im Büro konfigurieren. Absolut klasse. Das ist für mich also wirklich neu gewesen. Ich habe das vorher noch nicht gesehen. Ich kenne natürlich schon, dass man einfach einen virtuellen Gegenstand dann sich mal auf den Schreibtisch setzt oder auf den Boden setzt oder auf den Tisch. Aber diese Konfigurationsoptionen sind für mich wirklich neu. Wenn du mir jetzt noch sagst, dass es wirklich auch ohne App funktioniert, sondern rein in einem aktuellen, modernen Browser, dann ist das schon für mich ein klarer Mehrwert. Es läuft nicht im Browser selbst, sondern es ist eine Betriebssystemfunktion, die hier genutzt wird. Ah, okay. Spannend, ja. Der andere alternative Ansatz ist der, sag ich mal, von Android und Google genutzte Ansatz, das Ganze im Browser zu machen. Browser bedeutet, du hast natürlich sowas auch wie JavaScript und ähnliche Geschichten im Einsatz. Und wir kennen ja alle die kleinen Probleme, die mit entstehen können.
Und das Ganze hatte noch den großen Vorteil, es ist, was das Thema Energiesparsamkeit angeht, wesentlich besser als eine browserbasierte Lösung. Oh, das ist auch wichtig, genau, weil sonst krallen sich immer viele Ressourcen und dann geht es dann gleich in Sachen Speicher etwas runter. Das ist auch gut. Ja, weil das Schöne ist hier, ich habe hier nicht nur diese optischen Sachen, wie jetzt zum Beispiel mal, okay, ich suche mir jetzt eine Farbe aus, brauche jetzt einen blauen, roten, grünen, orangen Stuhl, sondern auch mal gucken, wie sieht das einfach mit Armlehnen aus und so weiter, mit weiteren Genau. Features, also nicht nur die reine Farbwahl. Ja, ich bin zum Beispiel jemand, der im Homeoffice gerne im Schneidersitz sitzt. Also Armlehnen sind für mich da eine Sache, die da einfach stören. Ja, Bürostuhl im Schneidersitz macht nicht jeder, weiß ich. Aber du kannst es direkt ausprobieren. In Form passt das hier rein, finde ich das schön. Wie gesagt, über die jetzige Farbwahl ist gerade Geschmacksgeschichte, gebe ich ja zu. Aber das ist eine Stoffpalette von einem deutschen Bürostuhlhersteller, die wir mal insgesamt da ins System geladen haben. Das wäre im Prinzip ein idealer Anwendungsfall für Anbieter, die im Bereich Mass Customizations unterwegs sind, also die wirklich diese Variationsvielfalt auch anbieten können. Oder klassische Manufakturen, die sagen sowieso, also von ihrem Auftragsvolumen machen sie sowieso alles auf Kundenwunsch. Und dann sind sie es halt schon gewohnt, dass sie so auf solche Themen und Vorlieben halt eingehen können. Klar, und es geht aber eben jetzt nicht nur Konfigurationsmöglichkeiten wie jetzt bei dem Bürostuhl. Das hier zum Beispiel ist auch eine unter 30 MB große Datei. Ja, und der Spaß ist, das Ganze ist ein 3D-Modell, das auf meinem Tablet oder Smartphone mir in Echtzeit, in Echtgröße auch dargestellt wird. Will sagen, das Ganze ist so groß, dass ich wirklich durch diese Räume hindurchgehen kann. In Echtzeit wird auch dann so gesehen das Umgebungslicht mit einberechnet, was durch das Fenster hindurchfällt. Ja, es ist so gesehen jetzt schon Licht zu sehen, ja, diese Rollladen, Schatten an der Wand und so weiter, diese Streifenmuster. Aber zusätzlich wird auch noch das aktuelle Umgebungslicht auch mit in die Szene hineingebracht. Okay, das heißt, du kannst also dann nicht nur dann halt durchlaufen und diese räumliche und 3D-Erfahrung machen, sondern auch noch die Lichtquellen anknüpfen, um zu wissen, wann man wo was am besten positioniert und halt aufstellt und wie es vor allen Dingen halt auch aussieht. Sowas lässt sich damit auch umsetzen. Die Demo jetzt hier nicht, aber ja, sowas geht auch. Auch das haben wir schon entsprechend umgesetzt. Dass du im Prinzip so meinetwegen auch ein Tag- und Nacht-Szenario oder Lampe an und Lampe aus, ja, solche Geschichten auch sehen kannst. Okay, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, was hast du für augenblickliche Wahrnehmung von deinen Kunden und von dem Markt? Welche Formfaktoren werden angenommen? Wollen die ihr Smartphone, Tablet im Raum halten und dann eine Augmented Reality-Erfahrung haben? Oder sind die auch schon offen für wirklich halt Goggles und Brillen, Aufsätze, wie auch immer der Anbieter heißen mag? Wie siehst du im Augenblick so die Offenheit für diese Lösung? Also das, was wir da gerade auf den Weg bringen, würde sowohl als auch technologisch direkt dieselbe Datei mit funktionieren. Darum ist mir momentan das ganze Thema Brillen noch relativ egal. Und auch unseren Kunden setzen momentan nicht, warten nicht darauf, dass entsprechende Brille rauskommt, weil die meisten Konsumenten, also gerade so meinetwegen so ein Bürostuhlkonfigurator, ja, wer bei sich zu Hause, um jetzt mal das Thema Online-Shopping aufzugreifen, hat denn dann schon eine entsprechende Brille bei sich zu Hause, um dann damit so einen Stuhl zu konfigurieren? Darum ist diese Lösung erstmal jetzt im ersten Schritt dafür optimal und gut dafür gedacht, mit einem Smartphone oder einem Tablet genutzt zu werden. Aber Ja, die genau, Dateien und also. die Projektdateien sind gleich dafür angelegt, dass sie auch mit einer entsprechenden Brille in Zukunft funktionieren würden. Genau, also wie gesagt, wenn du diese Lösung an Einzelhandel halt verkaufen würdest, dann könnte man immer Einzelhandel halt die Brille dann anbieten, um die Erfahrung dann zu nutzen. Genau. Denkst du, dass das Thema Metaverse hier noch einen Push geben wird? Oder sagst du, eigentlich sind das halt separate Welten? Deine Kunden sind keine Metaverse-Kunden und das sind für dich erstmal doch separate, ja, Streams. Die Frage ist, wie definierst du Metaverse? Definierst du Metaverse jetzt nach dem Markennamen des Unternehmens Nein, 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 Meta? nein, nein. Breiter, genau. Oder genau. Übergreifend, Weil also Metaverse. darum frage ich nochmal zur Sicherheit nach, weil es gibt Ja, das das ist gut. Metaverse und es Ja, gibt das ja. Metaverse. Ja, Oder ja. es gibt das Metaverse und es gibt das Omniverse. Ja? Allein schon da hast du ja zwei alternative Plattformen. So gesehen, Nvidia setzt ja aufs Omniverse, wiederum gebunden an seine Grafikkarten von der Firma Nvidia. Und es gibt ja noch einen dritten Weg. Neben Metaverse und Omniverse gibt es noch USD,
als technologischen Standard, der inzwischen von verschiedenen Unternehmen unterstützt wird, unter anderem auch jetzt von Nvidia ganz neu. Und du kannst in Microsoft Teams ja auch inzwischen so eine Datei wie jetzt gerade auch entsprechend per Augmented Reality auf dem iPad auch entsprechend mitten im Teams-Call oder sowas mit einsetzen. Funktioniert ganz hervorragend. Kann ich auch mal hier nochmal einbinden, wie man ein USDZ-File oder ein .reality-File in Microsoft Teams hochlädt, in einem Kanal oder Chat, völlig egal, und dann sofort mit einem Klick auf sein Smartphone dann diese Erfahrung hat, dass es als Overlay dann sich anbietet für den realen Raum. Und die Datei, die ich hier gerade zeige, wird so tatsächlich sogar schon von einer Person im Außendienst genutzt. Der hat entsprechend ein bisschen Platz bei sich auf dem Schreibtisch geschaffen, damit er das Modell nicht in Originalgröße, ne, das ist ja schon, sondern verkleinert, sodass er mit dem iPad im Livestream durch diesen Mini-Raum hindurch navigieren kann und macht damit so gesehen eine interaktive Verkaufspräsentation. Ja, das kommt ziemlich gut an bei Kunden an. Ja? Also ist keine Raketenwissenschaft, das geht heute schon direkt so. Ja. Wir müssen nur so einen Schritt darauf sich einrichten. Gerade wenn die Kunden auch das Gefühl haben, das ist wirklich, das sind meine Farben, das ist halt mein Stil, der passt genau in die Wohnung rein, dann ist es halt was, wo es zu Kaufentscheidungen geht. Ja klar, mit so VR, AR kann man natürlich immer wieder Wow-Effekte bringen, aber irgendwann haben das Kunden auch mal alle gesehen und der Wow-Effekt ist halt vorüber. Und da geht es halt wirklich darum, passt es bei mir rein, ist das genau mein Stil und passt in mein halt Setting rein. In der Szene sieht man sogar gerade das Kundenlogo auf dem Tisch stehen, ja. Das ist ursprünglich ein Projekt gewesen, wo wir PowerPoint-Folien für den Kunden gemacht haben. Dafür haben wir diese 3D-Modelle gebaut. Ja, und das ist auch ein spannender Punkt, genau. Wir haben schon mal drüber gesprochen. Erklär uns mal, was hier für einen Mehrwert PowerPoint ganz konkret bieten kann in so einem Szenario. Dafür haben wir letztes Jahr 2021 den Preis von der Deutschen Telekom und der Wirtschaftswoche erhalten für PowerPoint-Folien. Ich meine, so einfach. Danke. Firma Somfy hat 50 Mitarbeiter im Außendienst, die natürlich in den letzten 2 Jahren Außendienst ein bisschen schwieriger war oder immer noch ist. Und für die haben wir eben Produktpräsentation auf PowerPoint-Basis gestaltet, und zwar 270 Folien. Nun geht kein Mensch durch 270 Folien hindurch. Wir haben genutzt PowerPoint, um eigentlich Rapid Prototyping von Webseiten zu machen. Vielleicht kennt der eine oder andere aus dem Themenbereich Hackathons, ja? Fake it till you make it. Wenn du nicht genug Zeit hast, um die ganze Website im Rahmen eines Hackathons zu gestalten, machst du mit einem Click-Dummy mit PowerPoint. Und wir haben diese Grundidee aufgegriffen und haben gesagt, okay, wir machen eine komplette interaktive Verkaufspräsentation wie eine Webseite. Und dann kann man als Außendienstler mit dieser Datei, die ist mit Videos eingebunden und allen Kram 1 Gigabyte groß, direkt zum Kunden gehen oder eben in einem Teams-Call, das macht der Kunde eben sehr viel, entsprechend das Ganze nutzen. Und dafür haben wir nicht die Produkte so gesehen gezeigt, weil hier das Produkt an und für sich ist zwar einerseits diese kleine Box, die die Smart-Home-Steuerung macht, aber der Rest ist gar nicht zu sehen. Denn die restlichen Produkte unseres Kunden, ja, sind irgendwie hinter der Wand oder hier oben hinter dem Kasten verbaut. Rohrmotoren und Elektrosteuerung siehst du nicht, das ist alles hinter der Wand. Aber was du siehst, ist die Veränderung der Lichtstimmung im Raum. Ja, darum hatten wir das eben in Form von PowerPoint-Folien aufbereitet, dass du das sehen kannst und Computer-Animationsvideos. Und dann ist es so gesehen, ich sage jetzt mal, ein Abfallprodukt zu sagen, okay, und jetzt kann das Verkaufsgespräch noch interaktiver werden. Du kannst mit dem Kunden direkt durch so einen Raum durchgehen, kannst meinetwegen Lichtschalter betätigen, ja, und kannst dem Kunden genau interaktiv im Verkaufsgespräch genau zeigen, das passiert, lieber Kunde, wenn ich das und das oder wenn du das und das so einrichtest. Es gibt ja vielleicht nicht nur den Kunden, sondern auch die Kundin. Und der Kunde möchte halt wirklich auch die Technik wissen von so einem Smart-Home-Produkt. Und die Kundin möchte vielleicht eher den Wife-Acceptance-Faktor checken, dass halt nicht so viel sichtbar ist und das Wohnzimmer nicht verschändelt wird durch so viel Technik. Und dadurch halt bekommt man sie auch halt eingefangen. Korrekt, richtig. Ja, wir, also gesehen, wir haben das Produkt an für sich in den Hintergrund gestellt, also gesehen erstmal das Warum, ja, das, was bringt das Produkt, in den Vordergrund gehoben, und in den interaktiven Verkaufspräsentationen, also dieser PowerPoint-basierten Lösung, die von vornherein so gedacht ist, dass sie auch auf Tablets oder auf entsprechend Windows-Laptops mit Touch und so weiter funktioniert, ganz große freundliche Buttons, ja. Dann kannst du auch später zum Außendienst, zum Kunden gehen, und die eigentlichen Produktinformationen sind auf Touch
Felder so gesehen dann nochmal aufzurufen. Dann siehst du tatsächlich mal eine Abbildung vom eigentlichen Produkt. Und der große Vorteil durch solche Arten von Präsentationen hast du auch wirklich einen Dialog, einen Austausch, eine Diskussion. Und da schlägst du den Kunden nicht mit PowerPoints, wie 150 Stück, sondern hast da richtig gute halt Erfahrungen, über die du halt sprechen kannst. Genau, da gibt es eben zu Anfang, dass jede dieser PowerPoints hat zu Anfang eine Menüfolie, wie ein gutes Gericht, ja. Und da kannst du mit dem Kunden darüber sprechen, ja, was ist denn eigentlich ihr Thema, ja. Da gibt es natürlich auch einen Menüpunkt über uns, ja, mit den üblichen Folien zum Unternehmen und so weiter und so fort, die man vielleicht für ein Neukundengespräch braucht. Aber alles andere ist eingeteilt und sind in Fallbeispiele, Nutzungsszenarien und ähnliche Dinge. Ja, also ich finde das toll, dass es also, weil sonst gehen wir immer, sonst sind wir immer in der Gefahr, wir peitschen die PowerPoints von 1 bis irgendwie 100 durch. Aber hier habe ich eine Navigation durch die Folien. Je nachdem, wie ich mit dem Kunden halt einspringe, über welches Thema ich reinkomme, habe ich hier einfach eine Navigation schon dabei. Genau. Was also auch so für solche Themen wie halt, ja, im Sales oder im Vertrieb geht es immer wieder um diese halt Leitfäden, wo ich sage, okay, je nachdem, wie das Gespräch sich entwickelt, habe ich halt einen Leitfaden und der wird jetzt über diese PowerPoint-Folie navigiert. Korrekt. Also sehr, sehr hilfreich, wenn ich nicht sage, ich bin ein Hersteller und möchte gerne auch meine Partner schulen und habe halt so einen Vertriebsleitfaden über diese PowerPoint-Navigation. Korrekt. Spannend, spannend. Ich danke dir sehr herzlich. Das war ein toller Einblick in die Themen, die ihr gerade entwickelt. Ihr habt das Thema AR, VR schon seit vielen Jahren bei euch auf der Agenda in der Agentur. Aber von daher toll, dass du mir die Sache mal heute gezeigt hast. Bei Interesse immer wieder auch dich direkt halt ansprechen. Du bist halt gut zu finden auf Social Media, vor allen Dingen auf Twitter. Gerd Schröder eingeben oder sonst auf die Webseite von der Agentur gehen. Da genau. Werdet ihr halt auch sofort gefunden. Aber für alle, die es nicht sehen, kreativekommunikationskonzepte.de. Langer Name. Das wäre der Weg, euch zu finden. Genau. Freut mich sehr, dass du da warst. Alles Gute und bis bald, hoffentlich mal im Real Life. Danke und ciao.